Tomb Raider Folge am Start hier. Ihr wundert euch vielleicht, dass ihr mich seht direkt. Liegt daran, dass ich das jetzt so entschieden habe, das jetzt neu zu machen. Ich habe ja einen neuen Namen, ein bisschen neues Kanalkonzept. Ich streame jetzt ja auch. Jedenfalls erfahrt ihr ja alles in dem Aufklärungsvideo sozusagen, im Ankündigungsvideo, was ich gemacht habe. Ja, und wir fangen jetzt mal direkt an. Dachte ich mir, mach ich das Let's Play doch auf diese Art weiter. Ist doch eigentlich schöner. Und ja, wenn ich euch zu hässlich bin, einfach abdecken. Sie ist da. Jetzt geht's unten. Aber direkt weiter hier. Freies Schussfeld zu kriegen. Die Outsiderin ist da unten. Alles klar. Erstmal ducken. Dazu muss ich noch kurz was sagen. Und zwar bisschen ärgerlich und auch sehr unprofessionell, wie ich selber finde. Aber es ging jetzt nicht anders. Ich habe vor dieser Folge schon mal andere aufgenommen, zwischen der letzten, die ich hochgeladen habe, und dieser sozusagen. Da ist kaum was passiert, weil ich nicht so weit gekommen bin, habe dann halt gemerkt, ups, der Ton wird gar nicht mit aufgenommen vom Ingame, nur meine labernde Stimme, und das ist nicht so geil. Aber wie gesagt, man hat echt nicht so viel verpasst. Ein großer, also mehr oder weniger Kampf, wo dann so, weiß ich nicht, 10 Leute oder so kamen, aber ja, meine Güte, ist jetzt zu verkraften. Wir machen jetzt halt hier weiter und ja, kann ich halt echt nicht ändern, leider. Ist sehr ärgerlich, aber gut. Gehört dazu, ne? Und, ja, wir machen jetzt direkt hier weiter bei dieser Szene, wo ich sehr lange nicht weitergekommen bin, bis ich es rausgekriegt habe, wie es geht. Endlich. Und, ja, ich freue mich trotzdem jetzt schon wieder weiterzuspielen und, ja, also weiter geht's jetzt erstmal. Oi. Oh, lol, das war nicht der Plan. Erstmal das gefährliche Fass wegkriegen. Da war auch noch gerade einer. Egal. YOLO! Und sie wird ihn benutzen. Jawohl. Du hältst mich nicht auf. Nichts hält mich auf. Lara. Jawohl. Lara, kletter runter. Hier. Na los. Lauf zu Roth. Ich komm nach. Und Sam, steig nicht in den Helikopter. Vertrau mir einfach. Bitte, vertrau mir. Geh. Ja, sonst stirbst du. Dann kommen sie aus dem Lager der Solari. Wollen wir das mal tun? Okay, da geht's nicht hoch. Sieht nicht so toll aus, in den Fluss zu springen. Das sieht schon besser aus. Yay, yay, yay! Ups. Lul. Ist da noch irgendwas? Nö. Okay, und hoch damit. Oh, jetzt wird's, glaube ich, nicht so geil. Oh oh. Da geht gleich alles hoch! Ja. Rüber, rüber, rüber. Oh nein, sie dürfen nicht in den Helikopter steigen. Oh oh, der wird gleich abgeschossen, ich sag's dir. Von den Sturmfuzzis. Ah. Zerstört die Brücke! Das sind unsere Leute! Sind hier noch mehr Ungläubige? Ach du Verungläubig. Nein! Drücken, drücken, drücken!
Ich kann doch F oder E drücken, muss ey. Boah! Alter, ich hasse diese Rennsachen, ey. Da kann man immer so schwierig nach rechts und links steuern. Sterben! Ihr werdet alle sterben! Wow! Die ganzen Explosivfässer hier machen mir ein bisschen Schiss. Komm schon! Oh Gott, man sieht gar nicht, wo man hin muss! Oh Gott! Hoch, Lava! Hoch mit dir! Wow! Hoho! Fuck, Alter! Oh Gott! Gott! Beeil dich bloß! Alter, der Turm ist echt am Arsch! Ich wollte mal sagen, wir gehen gleich drauf. Beeil dich! Schnell! Oh Gott! Meine Fresse! Geil, ich hab's geschafft! Mayday, Mayday! Klar, ihr hört's aber auch, ne? Hallo, du schaffst das! Hey, was war denn jetzt? Ich habe aus Versehen eine Filmsequenz weggefickt. Ja, es tut mir leid. Das wusste ich nicht. Nein! Ich hab aus Versehen eine Filmsequenz weggehauen. Tut mir leid. Nimm meine Hand! Ach, geschafft. So geht's. Nein, nicht weiter. Wir können sie nicht zurücklassen. Wir müssen landen. Eine Chance. Zieh mal nach draußen. Wir können sie nicht zurücklassen. Ich hab's kaum bis hier geschafft. Oh, Mann, ey. Er lässt sich sowieso nicht mehr gehen. Runter! Er fängt auseinander. Na los! Scheiße! Sie sind verrückt! Ich hab das Gefühl, der Pilot wird sterben. Das war klar. Au. Das könnte wehgetan haben. Nur so ein bisschen. Lara! 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 Lebe! Na komm, Lara! So! Na komm schon! Los! Da bist du! Da bist du! Na komm! Au! Los, Lara! Na los, kleines Mädel. Da sind sie! Töte sie! Ja, Matthias!
Muss Matthias töten. Scheiße! Nein, 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 nein! No! Ah! Das tat jetzt mal gehörig weh. Was? Wieso hat er den nicht früher rausgeholt? Du schaffst das. Du bist eine Croft. Alter, mit dem Beil im Rücken, das ist schon ein bisschen heftig. Nein! Bist du okay, Lara? Ob sie okay ist? Es geht hier immer nur um Lara. Na klar. Hast du vergessen, dass wir wegen ihr hier sind? Was geht denn jetzt ab? Das ist nicht fair, Reyes. Du hast recht. Hätte ich nicht sagen sollen. Es ist nur... Ross. Ja, sie liebt ihn. Was sollen wir nur ohne ihn machen? Ja, in irgendeinem Brief. Lasst uns einen sicheren Ort finden und etwas vorbereiten. Er starb als Krieger. Und so soll er von uns gehen. Feuerbegräbnis. Alte PT-Boot am Strand. Das sollte ich wieder hinbekommen. Naja, also Versuch wär's wert. Es würde nichts nützen. Wir können die Insel nicht verlassen. Komm schon, Lara. Sag doch sowas nicht. Wir sollten jetzt gemeinsam sowas wie einen Plan spielen. Ihr okay? Versteht es einfach nicht. Keiner von euch. Irgendetwas lässt uns nicht gehen. Etwas? Lara, du solltest schlafen. Ich gebe ja zu, dass mich seltsame Dinge besonders interessieren, aber dieser Ort ist einfach zu viel. Ich verrecke nicht hier. Ich repariere das Boot und dann fahren wir. Du weißt, dass hier etwas nicht stimmt, Jonah. Ich kenne dich doch. Alles, was ich weiß, ist, dass Logik an diesem Ort nicht zählt. Du denkst, deine Instinkte sind eine Schwäche, aber sie stärken dich. Vertrau ihnen. Wir brauchen dich. Der große Mann hat recht. Gib dir etwas Zeit. Mann, okay? Du weißt, wo wir sind. Komm runter, wann du willst. Ohne dich gehen wir nirgendwo hin. Ja, lass sie wieder alleine. Finde ich okay. Also ist ja nur noch eine wilde... Auf einer wilden Insel voller Irrer, die einen anderen umbringen wollen. Die Ärmsten. Du hast einen tollen Instinkt, Kleine. Du musst ihm nur vertrauen. Niemand geht. Die Stürme. Sie gehören zu der Macht der Sonnenkönigin. Sie verhindert, dass wir wegkommen. Im Kloster gibt es eine Ritualkammer. Wenn die Sturmwache sie beschützt, dann muss die Lösung, wie man die Stürme stoppt, dort drin sein. Ein versteckter Flusszugang. Das Boot. Damit kommen wir zwar nicht weg von hier, aber es kann uns zur Ritualkammer bringen. Eieiei. Jonah! Reyes! Verdammt! Ich hätte mit ihnen gehen sollen. Lara,
Es tut mir leid. Ich habe dich in diese Lage gebracht. Ich hatte deinem Vater was versprochen, als ich ihn zum letzten Mal lebend sah. Dass ich dich aus Schwierigkeiten raushalten würde. Und was mache ich? Ich bringe dich mitten rein. Und jetzt kümmerst du dich um mich. Weißt du, du bist genau wie dein Vater. Er war klüger, weiser und stärker als alle anderen, die ich kenne. Und er gab nie auf, wie schwierig es auch wurde. Ich mache mir Sorgen um dich. Aber ich weiß, wenn jemand diesen Ort überleben kann, dann Lara Croft. Was auch passiert. Du sollst wissen, dass ich dich geliebt habe wie die Tochter, die ich nie hatte. Ich bin stolz auf dich. Gut, dann geht's jetzt endlich mal weiter. Taktische Pistole. Was? Kann man da jetzt noch... Nö, kann man natürlich nicht. Das Feuer ist ausgebrannt. Okay. Aber da ist noch eins. Klar, ich komme nicht ran. Natürlich, jetzt habe ich den Vogel umsonst getötet. Aber ich brauche immer was zu essen, also. Tut mir leid, aber. Nein, bring mich nicht zurück, nicht. Das hätte Roth gesagt. Ich kann einfach nicht glauben, dass er fort ist. Keine Geschichten über meine Eltern mehr. Keine Bergbesteigung. Oh Gott. Ich wünschte, sie hätten stattdessen mich getötet. Haben sie aber nicht. Ich bin hier, ich lebe. Und ich bin sicher, dass kein Boot oder Flugzeug uns von dieser Insel wegbringt. Zumindest noch nicht. Ich weiß, dass die Antwort etwas mit Himiko und diesem Kloster zu tun hat. Ich muss etwas unternehmen. Okay, ich muss dem ein Ende bereiten. Ja. Die töten sie einfach alle. Und dann ist okay. Nachweltzeit verringert ist geil. Ich hab den Rückstoß. Mach ich erstmal das. Ja. Mein Aiming trainieren. Naja, wie auch immer. So, schauen wir jetzt mal. Warum werde ich aufgefordert? Ruhig, Lara. Oh, Scheiße. Yep. Scheiße. Bist du sicher, dass sie hier sind? Ich sollte einfach auf einen Baum klettern und anfangen. Toll. Verdammte Fresse. Hey, wenn ihr euch versteckt, kommt raus. Zeigt euch. Gebt lieber auf, bevor euch die Hunde finden. Ist der Typ alleine? Kopfschuss. Oha. Das muss stinken. Soweit, so gut. Was gefunden? Hier niemand.
Nice. Ich habe Angst, dass die Entfernung zu schießen. Wenn ihr die Leichen entdecken, ne? Was zur Hölle? Sorry, dass ich gerade kein Wort sage. Ich bin gerade so krass konzentriert. Das darf mich ja keiner treffen. Okay, sonst laufe ich auch mal wie Rambo durch, aber... wäre trotzdem nice, irgendwie. Weil das echt viele sind. Der fliegt nicht so weit, glaube ich. Oh, was haben wir da? Geheimes Grab. Der war nah. Da liegt auch noch einer. Alter, lautloser Killer, der alle umbringt. Ich geh erstmal zum Grab. Ich meine, ich muss zwar, glaube ich, erst alle umbringen, bevor es weitergeht oder so, aber dennoch. So, kurz auf die Uhr gucken. Müssten jetzt, ich schau mal ganz kurz. Jo, 20 Minuten. Läuft doch. Bin ich ja mal gespannt. Diese Folge bin ich sehr still, muss ich zugeben. Wird sich fix wieder ändern. Ich bin gerade nur so etwas angespannt. So, mehr. Munition. Oh, was ist das? Und warum ist das da? Warte mal, hier kann ich schon was anzünden, oder? Ach ja. Ach ja, das ist einfach nur, dass die leuchten, wenn das nichts bringt, aber... So, mal sehen, was jetzt kommt. Ich habe auch lange keine Folge mehr aufgenommen, da ist man ein bisschen, ja, unredselig. Muss ich halt jetzt so regelmäßig machen, werde ich auch natürlich. Dass wir ein bisschen reinkommen. Und, was geht hier? Ja, ist halt... Wirklich jetzt... Den ganzen Scheißweg gerade zurückgelaufen. Ich dachte, ich bin in der richtigen Richtung. Mann! Okay. Ganz ruhig. Immer mit der Ruhe hier. Oh, können mich gerade selber schlagen, ey. Oh Mann. Ja, I know. Hä, aber geht's dann hier nicht noch weit? What the fuck?
So, siehst du, ich brauch doch den Bogen. What? Okay. Ach, deshalb heißt es gerade der Sturmwache. Hä? Du musst erst irgendwie... Weiß nicht. Hilft alles nichts. Toll. Ah, jetzt komme ich schon wieder nicht weiter. Mensch. So, schön, jetzt brennt das auch. Bringt mir aber nichts. Ich weiß halt jetzt nicht so richtig, ob das da bis dahin schwingen kann. Das ist gerade das Problem. Gar nicht die Reichweite. Wie komme ich denn dann sonst da? Warte mal. Ah. Oh mein Gott. Ich dachte, das brennt jetzt kurz. Ich dachte, das brennt kurz. Verbrennt alles in Ruhe. Auf einmal. Boom! Krasse Scheiße, ey. Ich glaube, da kann man. Auf ins Nichts. Scheiße. Kann ich die Fackel anzünden, wenn ich hier oben bin? Fuck. Shit, ich muss runter. Oh, Alter. Ja. Siehst du, so wie das da dachte ich, ne? Aber nein, es gibt eine übelste Explosion. Geil. Alles so dunkel hier, ey. Oh, aber ich hab's geschafft. Geilo Madigo. Waffenmodifizierung verfügbar. Oh, 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 wie komme ich schon wieder runter? Sagt mir das mal einer.
ohne zu sterben. Wow, Alter, die ist so gut, die Frau. Ist ja nur ein bisschen hoch. Ja. Okay. Dann haben wir die heutige Folge auch hinter uns. Naja, warum nicht? Ich danke schon mal fürs Zusehen. Nächstes Mal geht, glaube ich, richtig was ab. Da sind noch einige Leute im Wald und ein paar Wölfe. Alle auf einmal werden dann doch vielleicht nicht so leicht. Und ja, war eine ruhige Folge, bis auf eben den Schock meines Lebens. Ich danke fürs Zusehen. Ich hoffe, man sieht sich in der nächsten Folge und auch bei meinen anderen Sachen. Also dann, vielen Dank fürs Zusehen. Schon wieder, habe ich gerade, glaube ich, dreimal gesagt. Schönen Tag noch. Tschüss.